zwischen Köln und Aachen und insofern noch Nordrhein-Westfalen. Dort werden am 9. Mai die Landtagswahlen stattfinden. Dort plakatiert die NPD, die erfolgreichste extreme Wahlpartei der Rechten, inzwischen unter dem Motto Heimatstadt Minarette. Und hinten wird man vielleicht lesen können, der neue Namenszusatz der NPD ist nicht die Nationalen alleine nur noch, sondern die soziale Heimatpartei. Das bedeutet also, zum einen gibt es eine stark kulturkämpferische Ausrichtung der NPD, die sie sich abgekupfert hat von der gerade noch in Westfalen aktiven Pro-Bewegung, Pro-Köln. Beispielsweise sitzt er auch im Rat der Stadt Köln und hatte sich mit etwas über 5% dort auch durchaus etablieren können. Das eigentlich Zentrale, auch in diesem Programm der NPD, sind allerdings Forderungen wie wörtlich die Abschaffung der 1-Euro-Sklaverei. Zum anderen fordert die NPD auch, Zitat, die Einforderung einer ebenfalls armutsfesten Rente, mindestens in Höhe einer gesetzlichen Grundsicherung. Diese Forderungen, die auf den ersten Blick überhaupt nicht neofaschistisch klingen, sind exemplarisch. Sozialpolitische Forderungen stehen im Mittelpunkt der Agitation der extremen Rechten, der autonomen Nationalisten, auf die ich heute zumindest im Vortrag noch kurz eingehen werde, und der NPD, auf der heute Abend mein Schwerpunkt legen wird. Diese fordert, einige von euch werden das wissen, unter anderem ja auch einen Mindestlohn von 8,88 €. Die Gaga-Forderung, die damit verbunden ist, denke ich, ist euch allen auch geläufig. Das ist eins der wenigen Beispiele, wo man dann tatsächlich auch diesen genuinen neofaschistischen Inhalt direkt dechiffrieren kann. Wie ist diese Strategie allerdings aktuell im Frühjahr 2010 einzuordnen? Was fangen wir an mit dieser Ausrichtung auf die Sozialpolitik, die vollzogen wird durch die Neofaschisten, durch die BVU, die inzwischen eine politische Ruine darstellt, in Bezug auf die NPD, aber auch die autonomen Nationalisten? Einige von euch haben das bestimmt intensiv beobachtet. Das zurückliegende Superwahljahr 2009 verlief für die Wahlparteien der extremen Rechten, für Republikaner, NPD und DVU sehr enttäuschend. Die DVU, die Deutsche Volksunion, jetzt unter dem Vorsitz von Dr. Matthias Faust, früher aber vor allen Dingen bekannt als Wahlpartei des bekannten Münchner Verlegers Gerhard Frey und Herausgeber der Nationalzeitung, hat doch nur 0,4% der Stimmen erhalten. Die Werte der DVU bei der Europawahl 0,4%. Dies führte ja auch zum Zusammenbruch dieser sogenannten Volksfront von rechts. Diejenigen von euch, die die Säulenstrategie der NPD kennen, wissen, die wurde ergänzt um den Kampf um den organisierten Willen, sprich die Kooperation von DVU und NPD. Die ist nach diesem Ergebnis hinfällig, aber auch die DVU und auch die NPD selber hat bei den Landtagswahlen in Sachsen wiederum nur 5,6% erhalten und insofern ein Ergebnis eingefahren, das auch von den eigenen Kadern der Parteien, nehmen wir beispielsweise Holger Apfel, als enttäuschend verzeichnet worden ist. Trotzdem ist das natürlich kein Grund zur Entwarnung. Kommunalpolitisch verfügt die NPD über 300 Mandate, darunter auch in Nordrhein-Westfalen über Mandate. Die Ecke, in der ich pendel, in Stolberg beispielsweise, sitzt die NPD nach wie vor auch noch immer im Rat der Stadt Stolberg. Bundesweit als Wahlpartei ist die extreme Rechte allerdings erfolglos. 1,5% war das Ergebnis bei den Bundestagswahlen 2009. Das ist im europäischen Vergleich, parallel zum großen Anstieg der extrem rechten Wahlparteien im europäischen Spektrum, eigentlich wenig. Ich habe gerade schon gesagt, der bloße Blick auf die Wahlprozente ist natürlich nur trügerisch und auch eine Reduktion eigentlich des Problems. Denn gerade in Sachsen konnte sich die NPD auf kommunaler Ebene verfestigen. Und gerade in den neuen Bundesländern in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen, also in den eigentlichen landespolitischen Hochburgen der NPD, zeigt genau diese Ausrichtung auf sozialpolitische Forderungen, auf das Etikett der sozialen Heimatpartei Erfolge, um die es gehen wird, nämlich mit der Frage, ob diese Erfolge auch hochgerechnet werden können auf die Bundesrepublik Deutschland in Gesamtheit. Dass die Sozialpolitik, die völkische Frage von rechts im Mittelpunkt der extremen Rechten steht, hat auch Jürgen Gansel,
der sächsische Landtagsabgeordnete und völkische Vordenker der Partei, der NPD, schon in den Mittelpunkt gestellt, als er sagte, dass die soziale Frage zur Schlüsselfrage des Wahljahres 2009 gehören wird. Und dieser Prozess, diese Ausrichtung auf einen Antikapitalismus von rechts, auf einen völkischen Antikapitalismus, wurde spätestens schon 2004 apodiktisch formuliert von Udo Vogt, dem Vorsitzenden der NPD, als er in einem Interview mit der Jungen Freiheit nach den Landtagswahlen 2004 in Sachsen sagte, Zitat Udo Vogt aus der Jungen Freiheit, im Übrigen interessiert die Leute auf der Straße nicht der Holocaust, sondern ihre Alltagsprobleme wie etwa Hartz IV. Quittung für Hartz IV war ja auch 2004 der zentrale Slogan der NPD, die ja 9,2% erreichen konnte bei den Landtagswahlen 2004 in Sachsen und dort einen sehr starken Erfolg gerade auch auf landespolitischer Ebene verzeichnen konnte. Fabian Virchow nennt dies die Selbstinszenierung des Neofaschismus als Anwalt der kleinen Leute. Also nicht nur wie in Dresden den Geschichtsrevisionismus in den Mittelpunkt stellen, sondern ganz handfest auch Nachbarschaftshilfen gründen, Hausaufgabenhilfen gründen, Arbeitslosenberatung anzubieten für Leute, die von den Argen oder wie die Hartz-IV-Verwalter gerade heißen, drangsaliert werden. Das steht im Mittelpunkt dieser NPD-Strategie, die hier als neofaschistischer Anwalt der kleinen Leute in Szene tritt. Natürlich gibt es auch nach wie vor noch spektakuläre Übergriffe der NPD. Die werdet ihr hier in Bremen haben, die kennen wir im Ruhrgebiet mit Todesfällen auch noch ganz genau. Etwa beim Tag der Arbeit treten die Neofaschisten gerne auf in Form der NPD, der autonomen Nationalisten und der freien Kameradschaften, um dort ganz massiv gegen Gewerkschafter zu agitieren und dort auch eben Schlägereien anzuzetteln. Viel wichtiger scheint mir aber für unseren heutigen Abend diesen Prozess, den selbst Wolfgang Schäuble, als er noch Innenminister war, 2008 bezeichnet hat unter dem Motto, die extreme Rechte sei dabei, Zitat Schäuble, sich in die Mitte der Gesellschaft einzunisten. Das ist diese braune Caritas, von der ich eben gesprochen habe, dieser Versuch durch Hausaufgabenhilfen und Arbeitslosenberatung tatsächlich vorzudringen in die Einflusszonen dessen, was man die Mitte der Gesellschaft nennt, also jene Gruppen, die dort eben eine völkische Sozialpolitik dann eben auch lancieren wollen. Ich habe einige Punkte schon angesprochen. Quittung für Hartz IV war 2004 der große Wahlslogan der NPD. Gleichzeitig sagte Jürgen Gansel schon 2006, Zitat, in Teilen Mitteldeutschlands haben Nationalisten mit völkisch aufgeladenen Sozialthemen bereits die Meinungsführerschaft errungen, deren Rückeroberung den Systemkräften nicht mehr gelingen wird. Das ist die Selbsteinschätzung von Jürgen Gansel, den wir inzwischen kennen als den völkischen Vordenker der NPD, der sich auch gefällt als so eine Art theoriepolitischer Kopf innerhalb der extremen Rechten, der seiner Selbsteinschätzung nach mittlerweile zumindest in Sachsen und in Mecklenburg-Vorpommern teilweise Landstriche so besetzt hat, dass dort die soziale Frage von rechts beantwortet wird und auf diese Antworten von rechts die bürgerlichen Kräfte keine Antwort mehr geben können. 2006 im Dezember legte Jürgen Gansel im NPD-Organ Deutsche Stimme nach. In diesem Kontext, wie es gilt, die soziale Frage von rechts zu stellen und einen völkischen Antikapitalismus zu propagieren. Es gelte, so legte Gansel im Dezember 2006 nach, Zitat, die Position des Antikapitalismus aus den Traditionsbeständen der Linken herauszubrechen. Anknüpfend an eine behauptete, auch hier wieder Zitat, antikapitalistische Sehnsucht des deutschen Volkes, erklärt Gansel, auch hier wieder Zitat, wörtlich aus der deutschen Stimme, der Sozialstaat wird volksgemeinschaftlich organisiert sein oder er wird gar nicht sein. Es geht also darum, völkische Antworten, extrem rechte Antworten auf die soziale Frage zu geben und natürlich ist der sozialökonomische Zusammenhang dieser Strategie klar.
vor dem Hintergrund eines sogenannten abgehängten Prekariats, vor dem Hintergrund der sogenannten Aufstocker, die also staatlich alimentiert werden müssen mit Hartz-IV-Leistungen, obwohl sie selber täglich ihrer Arbeit in einer 40-Stunden-Woche nachgehen, haben natürlich Parolen wie global dient dem Kapital, sozial geht nur national oder Kapitalismus feind der Völker eine beachtliche Konjunktur in der Agitation der extremen Rechten, die ihre Demagogie, wie ich zeigen will, jedoch nicht nur einsetzt als bloße politisch-ideologische Hetze. Das ist auch kein taktisches Manöver, wie wir sehen werden, oder eine bloße Strategie, sondern im Gegenteil, in diesem völkischen Antikapitalismus, an den diese Leute auch glauben, zeigt sich wirklich ein Schlüsselelement eines extrem rechten Weltbildes, das es heute Abend herauszuarbeiten gilt. Ich werde für meinen Vortrag, der theoretisch sein wird, aber da besteht immer noch die Möglichkeit, in der Diskussion nochmal nachzufragen. Ich werde auch versuchen, jedes Fremdwort, was vorkommt, oder dieses ideologietheoretische Besteck immer direkt auch nochmal ausführlich alltagsdeutsch daneben zu erklären. Analysieren will ich also in den nächsten 45 Minuten zum einen die konkreten Strategien der extremen Rechten, mit sozialer Demagogie Erfolge zu erzielen, und zwar Erfolge auch außerhalb ihrer Hochburgen in Mecklenburg-Vorpommern oder in Sachsen. Diese Parteien, diese Gruppierungen, diese zum Teil lose eher miteinander verbundenen Kräfte wollen über den klassischen Radius des Geschichtsrevisionismus hinauswirken und sich verankern in breiten Bevölkerungsschichten. Im Mittelpunkt meines Vortrags steht deshalb heute ausdrücklich die NPD. Ich mache gleich einen kleinen Exkurs zu den autonomen Nationalisten. Es wäre allerdings zu viel an Material, wenn ich jetzt jede kleine Gruppierung nochmal ausführlich würdigen würde. Das wird am Ende für einen Vortrag redundant. Da können wir gleich in der Diskussion mit Sicherheit nochmal ganz dezidiert drüber sprechen. Neben dieser Analyse der Strategie will ich zweitens aber auch vor allen Dingen die spezifische Programmatik der Sozialdemagogie analysieren und zeigen, welchen besonderen theoretischen Inhalt dieser sogenannte Antikapitalismus von rechts hat. Ich will mich also heute Abend nicht nur hier hinsetzen und sagen, Antikapitalisten sind die nicht aus den und den und den Gründen, sondern fragen, vielleicht gibt es eine besondere reaktionäre Variante, eine Abart des Antikapitalismus, wenn man so will, die vor allen Dingen in den Köpfen der jungen Kameradschaftsmitglieder, aber auch der Kader der NPD ganz besonders zirkuliert. Die Frage lautet, wie antikapitalistisch, wir denken diese Anführungszeichen bitte mit, sind die sozialpolitischen Forderungen von NPD, freien Kameradschaften und autonomen Nationalisten? Und welche Besonderheit weist eine extrem rechte Ökonomiekritik auf, die sich wie das Wirtschaftsprogramm der NPD, auch im Landtagswahlprogramm jetzt für Nordrhein-Westfalen, an einem heimischen Lebensraum orientiert, an einer sogenannten raumorientierten Volkswirtschaft? Unsere Leitfragen lauten also: Erstens, welchen Erfolg zeitigt die antikapitalistische Strategie der NPD? Zweitens, welchen spezifischen Inhalt weist der Antikapitalismus von rechts auf? Zum ersten Punkt eine kleine Bestandsaufnahme des Antikapitalismus in der NPD mit einer kurzen Programmanalyse. Was sagt die NPD zu diesem Punkt überhaupt von sich selber? Und wie ist dieses Selbstbild, es ist ja auch bei bürgerlichen Parteien immer schlecht, Parteien zunächst mal in ihrem Programm zu messen für die Analyse, da kommt angesichts der Realität auf dem Rasen meistens dann auch so viel nicht bei rum. Das gilt für linke Parteien übrigens dann genauso. Diese antikapitalistische Propaganda der NPD richtet sich gegen die bundesrepublikanischen Eliten. Also, man selber ist der Anwalt des kleinen Mannes gegen die da oben. Man ist selber der wahre Vertreter des einfachen Volkes und Interessenvertreter der kleinen Leute. Wir hier unten und deren Sprachrohr ist dann eben die NPD. Im Originaltext lautet das bei der NPD dann so. Das ist jetzt Zitat aus einem Flugblatt mit dem Namen Sozial geht nur national. Zitat NPD. In der BRD wird abgezockt, was das Zeug hält. Vom Staat, von Managern, von Politikern, von Vorständen der Krankenkassen und Versicherungen. Das Volk blutet und das Kapital kassiert. Das ist O-Ton NPD. Und gerade wegen solcher Verlautbarung,
wegen solcher Flugblatttexte gilt die NPD in Teilen der bürgerlichen Wissenschaft, vor allen Dingen aber in den Medien, als antikapitalistische Partei. Der Verfassungsschutz beispielsweise sagt, dass die NPD, die einst so stark um Reputierlichkeit bemüht gewesen ist, wenn man an die Zeiten von Adolf von Thaten zurückdenkt, also lange vor unserer Zeit, das war Ende der 60er Jahre, diese einst um Besitzstandskonservatismus bemühte Partei sei heute, so sagt der Verfassungsschutz, auf dem Weg zu einer sozialrevolutionären Partei mit antikapitalistischer Diktion. Für den Verfassungsschutz also sind die Nationaldemokraten Sozialrevolutionäre. Der Chemnitzer Extremismusforschung Eckhard Jesse hat die NPD seit vielen Jahren beobachtet und für ihn ist 1996 der Amtsübertritt von Udo Vogt ein Schlüsseldatum, denn so sagt Eckhard Jesse, die NPD sei eine aggressiv antikapitalistische Kraft, die mit ihrer Agitation, also mit ihrer Art Propaganda zu machen, vor allen Dingen Erfolge bei Arbeitslosen, beim abgehängten Prekariat, bei Hartz-IV-Beziehern dann eben vollzieht. Was ist von dieser Einschätzung zu halten? Auf der einen Seite der Verfassungsschutz, der ja auch immer gerne bemüht wird von Lokaljournalisten oder auch von Politikern. Auf der anderen Seite einer der bekanntesten deutschen Extremismusforscher, der ja auch oft genug Gelegenheit hat, in den Medien oder in entsprechenden Schulungen seine Meinung kundzutun. Was ist von diesem Etikett NPD gleich antikapitalistisch zunächst zu halten? Ich denke, dass diese Art der Einschätzung zunächst nur scheinplausibel ist. Denn wie sich schon ein prüfender Blick auf die Slogans und Demoparolen einer Partei erweist, die sich ja immerhin auch als Avantgarde des Antikommunismus versteht, ist der Nachweis eines Antikapitalismus so einfach nicht, wie es sich die Extremismusforschung oder der Verfassungsschutz machen wollen. Einwand 1, Programmanalyse NPD. Im aktuellen Grundsatzprogramm der NPD werden Ziele festgelegt, wo ausdrücklich die Rede ist von, Zitat, einer Synthese von unternehmerischer Freiheit und sozialer Verpflichtung. Deshalb bekennt sich die NPD zu einem freien und sozial verpflichteten Unternehmertum. Dieser emphatische, also sehr wohlwollende Bezug auf ein freies Unternehmertum und unternehmerische Freiheit ist ja fürderhin nicht unbedingt eine Herzensangelegenheit von Sozialrevolutionären aller Art. Bei der NPD steht es ausdrücklich im Grundsatzprogramm als verteidigungswerte Größe drin. Wir haben es also mit einem etwas merkwürdigen Antikapitalismus zu tun, propagiert von einer Partei, die strikt antikommunistisch ist und die sich als angeblich antikapitalistische Kraft auf ein freies, aber sozial verpflichtetes Unternehmertum bezieht. Das war der erste Einwand mit Blick aufs Grundsatzprogramm, also auf die offiziellen Dokumente der NPD. Einwand 2, das bezieht sich jetzt auf die Praxis. Wie tritt die NPD, wie treten ihre führenden Aktivisten und Kader denn eigentlich auf, wenn es um den völkischen Antikapitalismus geht und um die Fragestellung, wie man selber die Sozialpolitik unter die Leute bringt? Anlässlich der traditionellen nationalistischen Kundgebung zum Tag der Arbeit tönte der NPD-Vorsitzende Udo Vogt gegen die Gewerkschaften mit folgendem Zitat. Also jetzt Originalton Udo Vogt, Vorsitzender der NPD. Nun, nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist und unser gesamtes Sozialsystem durch Missbrauch und Überlastung durch Einwanderer und deren Angehörige zusammengebrochen ist, glauben die Gewerkschaften, durch überzogene Lohnforderungen ihre Daseinsberechtigung beweisen zu müssen. Überzogene Lohnforderungen als Vorwurf einer Partei, der man das Etikett antikapitalistisch angedichtet hat und das sie selber auch propagiert. Wir erinnern uns an Jürgen Gansel, es gibt eine antikapitalistische Sehnsucht des deutschen Volkes. 2005 erklärte der NPD-Bundestagskandidat Heiko Gerold Ebenga, Vollbeschäftigung sei nur, Zitat, durch die Zerschlagung der Tarifdiktatur der Gewerkschaften zu erreichen. Wir sehen, dieser merkwürdige Antikapitalismus ist nicht nur antikommunistisch, propagiert nicht nur das freie Unternehmertum, sondern ist auch extrem gewerkschaftsfeindlich. Achten wir auf die Wortwahl der NPD in ihren offiziellen Dokumenten und Verlautbarungen. Freies Unternehmertum, überzogene Lohnforderungen,
Tarifdiktatur der Gewerkschaften. Wir sehen, dass dieser Antikapitalismus der völkischen Phrasen, der Unterlosungen, wie sozial geht, nur national auftritt, offenkundig über einige Besonderheiten verfügt, denn ansonsten müsste ja schon bei halbwegs intelligenten Leuten, über die die Partei ja nun auch einige verfügt, dieses ganze Gedankengebäude zusammenbrechen. Jürgen Gansel ist immerhin auch Historiker, Udo Vogt ist Diplompolitologe, also Leute immerhin, die auch durch die Hochschulen sich irgendwie laviert haben. Da müsste man also irgendwie doch direkt feststellen, da beißt sich etwas. Und dass es sich in deren Sinne nicht beißt, das werde ich jetzt im Folgenden einfach zeigen. Mit einem Blick auf die Strategie und Programmatik der NPD in Bezug auf Migration und Globalisierung. Hier in dem Kreis wird es wenig überraschend sein, dass natürlich die NPD sowohl gegen Migration als auch gegen Globalisierung ist. Natürlich ist der Papst katholisch und das wird uns alle jetzt nicht überraschen, wenn ich jetzt hier den Nachweis erbringe. Wichtig ist, wie die NPD diese Frontstellung formuliert, gegen Migranten und gegen die Globalisierung, weil gerade in diesen programmatischen Punkten die Besonderheiten dieses völkischen Antikapitalismus zum Tragen kommen. Die 1964 gegründete NPD hat sich im Laufe ihrer über 45-jährigen Geschichte mehrfach personell und programmatisch neu ausgerichtet und eigentlich neu erfunden. Diejenigen von euch, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigen, werden mir sicher zustimmen, wenn ich sage, dass man 1995 nicht unbedingt erwartet hätte, dass man im Jahr 2010 Referate hält über die NPD. Damals lag die Partei, Günter Decker war der Vorsitzende, relativ stark am Boden und hatte eigentlich neben wenigen kommunalen Verankerungen, beispielsweise in Hessen beim Ehepaar Zutt, die sich da relativ gut immer gemacht haben, allerdings nur in kleinen Regionen, da hatte eigentlich niemand gedacht, dass wir jetzt mit der NPD eine der wichtigsten Parteien oder die wichtigste Wahlpartei der extremen Rechten haben werden. Das hat zu tun mit dieser Kooperation, die begonnen hat seit 1996 unter dem Vorsitz des bereits mehrfach erwähnten jetzigen Parteivorsitzenden Udo Vogt, der intern nicht unumstritten ist, aber für den es noch keine Alternative gibt. Der hat die personelle Ausrichtung so erweitert, das wissen viele von euch, dass diese Kooperation mit den sogenannten freien Kameradschaften immer weiter vollzogen worden ist. Dass also im NPD-Bundesvorstand als auch in den lokalen Vorständen, wie es jetzt in Bremen ist oder im Umfeld, weiß ich jetzt selber nicht. Ich kann aus Nordrhein-Westfalen sagen, dass im Kreisvorstand Aachen beispielsweise die Kameradschaft Aachener Land gleichzeitig auch in der NPD vertreten ist und der stellvertretende Kreisvorsitzende gleichzeitig auch der große Protagonist der freien Kameradschaft ist. Das ist dieses Erfolgsrezept, was es auf der Ebene der Zusammenarbeit, auf der Ebene von Militanz gegeben hat. Wichtiger war allerdings das Bemühen um Bürgerlichkeit, um die Verankerung durch den Typus netter Schwiegersohn in den jeweiligen Form einer Mitte der Gesellschaft. Das ist diese braune Caritas, von der ich eben gesprochen habe. Denn diese soziale Demagogie fiel natürlich angesichts der jüngsten sozioökonomischen Verhältnisse und Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland da auf fruchtbaren Boden. Im Juni 2008 berichtete beispielsweise die Wirtschaftswoche, soziale Marktwirtschaft verliert rasant an Zustimmung und berichtete, dass 38% der Befragten keine gute Meinung von der bestehenden Wirtschaftsordnung hätten. Dieser Befund ist nicht nur Ausdruck der laufenden Wirtschafts- und Finanzkrise, sondern Resultat älterer bis in die 90er Jahre reinreichender Entwicklung und Prozesse. Auch die DVU hat beispielsweise 1998 ihre Wahlerfolge in den neuen Bundesländern nicht dadurch erlangt, indem sie massenhaft die Nationalzeitung alleine unter die Leute gebracht hat und dort eben die Wahrheit über den Zweiten Weltkrieg nochmal in den Mittelpunkt gestellt hat, sondern auch da waren vor allen Dingen sozialpolitische Forderungen das, was diesen Wahlkampf dann eben befeuert hat. Was will also die NPD? Die NPD nutzt die derzeitige Krise zur Agitation gegen ausländische Arbeitskräfte. Dabei orientiert sich die Partei in ihrem Grundsatzprogramm von 1996 und auch in dem später formulierten Aktionsprogramm für ein besseres Deutschland an den Interessen des deutschen Volkes, das da natürlich ethnisch homogen gedacht wird.
wie diese ethnische Homogenität, diese völkische Reinheit des deutschen Volkes, das Deutschsein muss man bei der NPD also in den Genen haben. Das ist keine Willensgemeinschaft, sondern eine Frage der Vererbbarkeit der Blutsbande, wie diese ethnische, völkisch reine Homogenität nach dem Ansinnen der NPD aussieht, zeigt ein Schulungspapier aus dem Jahr 2006, in dem es heißt, Zitat, ein Afrikaner, Asiate oder Orientale wird nie Deutscher werden können, weil die Verleihung bedruckten Papiers des BRD-Passes ja nicht die biologischen Erbanlagen verändert, die für die Ausprägung körperlicher, geistiger und seelischer Merkmale von Einzelmenschen und Völkern verantwortlich sind. Zitat NPD Ende. Die von der NPD geforderte Gemeinschaft des deutschen Volkes, und das bedeutet hier in erster Linie völkisch, im Sinne von Reinheit, biologischer Zusammenhang eines über Erbmasse definierten Volkskörpers auf einem bestimmten, noch auszuweitenden Territoriums. Wie diese Gemeinschaft des deutschen Volkes aussieht, zeigt sich, indem wir uns noch einmal anschauen, wie die NPD gegen Migration polemisiert. In dem gerade erwähnten Schulungspapier mit dem Namen Argumente für Kandidaten und Funktionsträger der NPD heißt es weiter, Zitat NPD, wir haben zu wenig Arbeit und nicht zu viel. Und deshalb sind Ausländer als Arbeitsplatzkonkurrenten und Sozialschnorrer konsequent aus Deutschland auszuweisen und nicht noch mehr ins Leben zu holen. In Zeiten der Massenarbeitslosigkeit ist eine Massenausweisung und nicht eine weitere Masseneinwanderung nötig. Diese Frontstellung gegen Flüchtlinge und Migranten bilden natürlich dann eben auch den Kern. Migranten und Flüchtlinge sind undeutsche Kostenfaktoren, gegen die NPD ihre Polemik richtet. Jürgen Gansel schreibt in der Deutschen Stimme beispielsweise über die, Zitat, Verhätschelung ausländischer Sozialschmarotzer oder weiter über staatsalimentierte orientalische Großfamilien und arrogante Wohlstandsneger. Das ist der offizielle Tonfall des Landtagsabgeordneten Jürgen Gansel, was die IHK in Sachsen nebenbei bemerkt, allerdings nicht davon abgehalten hat, die Partei, die so spricht, auch im Landtag über arrogante Wohlstandsneger zum Jahresempfang der IHK in Sachsen einzuladen. Also als gewählte Partei hätten diese auch Anspruch auf das öffentliche Protokoll und das öffentliche Prozedere. Ich denke, dieser Zusammenhang ist gerade in unserem Kreis hier relativ klar. Wir haben es hier also mit einem völkischen Denken zu tun, der NPD, die Frontstellung gegen undeutsche Kostenfaktoren, sprich Migranten und Flüchtlinge, die aus rassenbiologischen Gründen abgelehnt werden. Und das zeichnet natürlich die NPD ganz besonders aus. Die NPD ist eine Weltanschauungspartei in diesem Sinne. Was nochmal klar wurde, als beispielsweise im letzten September der Pressesprecher der NPD, Klaus Beyer, gegen den Bremer Spielmacher Mesut Özil polemisierte. Einige von euch werden diesen Fall noch kennen. Özil galt dem Beyer ja als Plastikdeutscher, als Ausweisdeutscher. Also, dass die Verleihung des bedruckten Papiers ihn nie zum Deutschen dann eben tatsächlich macht. Welches Denken sich dahinter verbirgt, wurde ganz besonders deutlich, als im Landtagswahlkampf im letzten Jahr ein NPD-Funktionär gesagt hat, ein Schwein wird nicht dadurch zum Pferd, indem man ihn in einen Pferdepass stellt und ihn einem Pferdepass verleiht, sondern es bleibt auch nach 20 Jahren ein Schwein. Das ist die Rassenbiologie, die dahinter steckt. Das ist ein Kern der NPD in ihrer gesamten Propaganda und zeichnet diesen völkischen Antikapitalismus, wie wir sehen werden, auch noch in einem ganz besonderen Sinne aus. Wichtig scheint mir, das Augenmerk zu schärfen für Prozesse, die sich nicht so schrill vollziehen, wie das, was ich gerade dargestellt habe. Denn in seinem Papier Arbeitsplätze für Deutsche vom Juni 2009 schreibt Gansel, Massenarbeitslosigkeit sei eine direkte Folge der Masseneinwanderung. Und dabei zitiert Gansel nicht eine alte Schwachte aus dem Dritten Reich oder einen befreundeten neofaschistischen Ideologen, sondern in diesem Papier Arbeitsplätze für Deutsche nimmt der Vordenker der NPD, Jürgen Gansel, ein Zitat eines berühmten liberalen deutschen Ökonomen, den ihr alle kennt, und platziert ein Zitat in seine eigene Suade. Und dieses Zitat dieses bekannten liberalen Ökonomen lautet, auch hier wieder Zitat,
Die Zunahme an Arbeitslosigkeit unter den Einheimischen, die wir in den letzten 3 Jahrzehnten zu verzeichnen hatten, dürfte tatsächlich im Wesentlichen durch die Verdrängung seitens der Zuwanderer erklärt werden. Der deutsche Sozialstaat hat wie ein gewaltiger Wanderungsmagnet gewirkt, der dem deutschen Arbeitsmarkt gut 3 Millionen ausländische Arbeitnehmer zugeführt und von ihm 3 Millionen Deutsche in die Arbeitslosigkeit abgezogen hat. Konsequenz dieses Gedankens: an der Arbeitslosigkeit sind die Ausländer schuld. Und der bekannte liberale Ökonom, den Jürgen Ganzel hier zitiert, kennen viele von euch. Das ist der Chef des Münchner IFO-Instituts, Hans-Werner Sinn, der ähnliche Sprüche momentan auch klopft. Darauf gilt es zu achten, wenn über die Situation in Griechenland beispielsweise die Rede ist. Der also da auf altbekannte Ideologeme zurückgreift, die wir noch aus ganz anderen Zeiten kennen, als gegen Griechenland polemisiert worden ist. Diese Art der Verbindung Korrespondenzen extremer Rechte und bürgerlichen Ökonomen, denke ich, ist wirklich ein Schlüssel zum Verständnis der derzeitigen Debattenlage, auch in der Bundesrepublik Deutschland. Man muss sich nicht immer nur an diesen ganz schrillen Leute in der extremen Ecke ganz außen daneben abarbeiten. Ganzel fordert weiter eine Ausländerrückförderung als Arbeitsbeschaffungsprogramm sowie eine Fremdensteuer für Unternehmen, die Ausländer statt Inländer beschäftigen. Allerdings ist die Pointe, diese Fremdensteuer bezieht sich auch auf Firmen, die beispielsweise ihre Dependance in Spanien haben und dort Spanier einstellen statt deutsche Arbeitsmigranten. Deutsche Firmen, die also in Spanien spanische Lohnabhängige beschäftigen, sind ebenfalls mit einer solchen Steuer zu belangen. Das ist, wie ich finde, auch eine bezeichnende Pointe dieser Art der Darstellung. Ich denke, dass dieser Block Migration, Frontstellung gegen Flüchtlinge, allen hier relativ klar ist, wie die NPD argumentiert und warum sie so argumentiert. Weil ihre ganze Grundierung nach wie vor nichts anderes ist als die recycelte Form des alten nationalsozialistischen Arsenals. Frage 2: Wie agitiert die NPD gegen die Globalisierung? Gäbe es gegen eine idealtypisch gedachte linke Globalisierungskritik Besonderheiten, auf die hinzuweisen sein? Ein weiterer Fremdeinfluss ist nach Auffassung der NPD also wenig überraschend die Globalisierung. Aber wie wird diese definiert? Auch hier wieder Jürgen Ganzel, der Mann Gewährsmann der Partei den ganzen Abend sein wird. Zitat: Globalisierung ist das planetarische Aufgreifen der kapitalistischen Wirtschaftsweise unter der Führung des großen Geldes. Soweit Jürgen Ganzel. Dieses habe, so Ganzel weiter, auch hier wieder Zitat, obwohl seinem Wesen nach nomadisch und ortlos, seinen politisch-militärisch beschirmten Standort vor allem an der Ostküste der USA. Deshalb ist Globalisierung eine unverblümte Imperialismusstrategie der USA, um der ganzen Welt den von US-Konzernen ausbeutbaren American Way of Life besser American Way of Death aufzuzwingen. Diejenigen von euch, die sich schon mal mit Antisemitismus befasst haben und mit den jeweiligen Grundierungen, wie er sich vor allen Dingen gegen die USA als politisches Konglomerat dann eben richtet, die haben natürlich direkt schon erkannt, dass Ganzel hier auf antisemitische Stereotype rekurriert, also darauf verweist, ohne die Juden tatsächlich namentlich zu nennen. Großes Geld, nomadisch und ortlos, Ostküste der USA. Das sind die Motive natürlich einer jüdisch-amerikanischen Verschwörung, die den Völkern die Globalisierung aufzwingen will. Von der deutschen Rolle im Prozess der Globalisierung, also Entscheidung im Rahmen der G7, die Dominanz deutscher Banken beispielsweise jetzt gerade auch in der Griechenland-Krise oder die Macht deutscher Pressehäuser gerade in Osteuropa, davon ist natürlich hier überhaupt nicht die Rede. Seine Kritik, die gesamte Kritik der NPD an der Globalisierung, richtet sich lediglich gegen die Zirkulationsebene, also die Ebene dessen, wo Geld aus Geld gehackt wird, also die Ostküste. Der finanzmarktgetriebene Kapitalismus steht im Mittelpunkt, genau diese Agitation, nicht aber die Expansionsstrategien des deutschen Kapitals, die es natürlich gerade in Bezug auf Osteuropa im Pressewesen, um nur ein Beispiel zu nennen, en masse gilt. Im Rahmen
der alten Entgegensetzung der Nazis, raffendes Kapital versus schaffendes Kapital, ist natürlich hier die antisemitische Chiffrierung, wie man noch an vielen anderen Beispielen zeigen könnte, die eigentliche Frontstellung der NPD gegen die Globalisierung, die hier tatsächlich als jüdisch-amerikanisches Projekt gedacht wird. Solche Analysen findet man, das wäre mein kleiner Exkurs, den ich zu dieser Gruppierung anbieten kann, auch bei den autonomen Nationalisten. Ich denke, dass ich jetzt hier in euren Reihen nicht besonders viel erzählen muss über das symbolische Versteckspiel der autonomen Nationalisten. Über diesen popkulturellen Habitus ist viel geredet worden, gerade in der Erwachsenenbildung. Das mache ich dann häufiger, wenn ich mit Lehrern diskutiere. Die sind dann immer ganz entsetzt, dann sitzt ein Jugendlicher vor denen im Che Guevara-T-Shirt und redet wie Adolf Hitler. Also dieses semantische Flirren ist natürlich dann gerade für ältere Lehrer ein wenig verblüffend, zumindest inzwischen auch nicht mehr. Das war aber vor allen Dingen 2006, 2007 der Fall. Was mir auffällt vor allen Dingen an den autonomen Nationalisten jenseits dieses symbolischen Versteckspiels, ist, dass wenn man sich die Zirkulare mal genau anschaut, dass gerade diese Fraktion so gar keinen originellen Theoretiker bislang vorgebracht hat. Und dass diese Gruppierung vor allen Dingen sich bestenfalls verstehen lässt als Recyclingbörse für Ideologeme und für alte Schwachten, die wir schon kennen aus dem Arsenal des historischen Nationalsozialismus. Also die Internetseiten, die ich mir beispielsweise angeschaut habe, Recycling en masse Gottfried Feders Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft oder andere Äußerungen von nationalsozialistischen Politikern der damaligen Welt. Also hat man es hier mit einem Phänomen zu tun, Josef Goebbels ein bisschen in Sneakers und Baggy Pants, das wird irgendwann auseinanderfallen. Diese Diskrepanz zwischen Anglizismen auf der einen Seite und diesem Comic- und Graffiti-Style und auf der anderen Seite diesen absoluten Griff in die Mottenkiste des alten Nationalsozialismus, das ist eine Sache, dem gebe ich eigentlich keine Zukunft, weil das wird denen auch auffallen. Die werden nach meiner Einschätzung, weil die Leute ja häufig noch sehr jung sind, sich eher orientieren müssen sogar an der neuen Rechten, also am Ethnopluralismus beispielsweise. Wer aber von den Völkern nicht reden will, der soll von der Menschheit schweigen. Theoriepolitisch gesehen ist das, was die autonomen Nationalisten treiben, in keinster Weise aufrechtzuerhalten. Da wird es bestenfalls eine Angleichung geben, das, was Jürgen Gansel beispielsweise fabriziert, nämlich eine Modernisierung des alten Nazi-Programms. Bislang gilt für die autonomen Nationalisten eher, die Parole ist die ganze Botschaft und deren antisemitisch gefärbten Losungen, die dann zum Teil auch das Niveau haben von Kinderreimen mit ihren ungereimten Reimen, das merkt man dann, wenn man sich die Demo-Parolen anschaut. Also ganz beispielsweise der Klassiker, ganz bekannt, ob Dortmund, Erfurt oder Buxtehude, der Hauptfeind ist und bleibt der Kapitalismus. Das illustriert eigentlich schön das, was ich gerade auch gesagt habe, dass hinter dem Kapitalismus also auch eine verortbare, personalisierende Gruppe entdeckt werden kann. Wir können ja gleich, wenn die Zeit noch sein sollte, auch über die autonomen Nationalisten noch diskutieren. Für die Analyse unseres Fragezusammenhangs, was ist völkischer Antikapitalismus, was ist das Besondere des Antikapitalismus von rechts, gibt diese Gruppierung nicht allzu viel her. Was gibt diese Gruppierungen denn aber her, beziehungsweise was sind die Spezifika in der NPD? Ich habe eben gesprochen von der raumorientierten Volkswirtschaft und will jetzt untersuchen, was es damit auf sich hat. Was sind da die Besonderheiten dieser Kernforderung eines völkischen Antikapitalismus, sprich der raumorientierten Volkswirtschaft, die sich in ihren historischen Vorläufern orientierte, vor allen Dingen an heimischen Lebensräumen natürlich, und die Transportkosten in den Mittelpunkt gestellt hat. Der eigentliche Referenzpunkt dieser raumorientierten Volkswirtschaft war allerdings die Landwirtschaft. Es war also ein wirtschaftspolitisches Konzept, das kann man schön zeigen, auch in den Frühphasen der Weimarer Republik, das sich vor allen Dingen mit der Frage von regionalen Kreisläufen beschäftigt hat, also auf eine Welt verweist, die sich angesichts des transnationalen Hightech-Kapitalismus natürlich massiv verändert hat.
Und natürlich fällt der NPD in diesem Zusammenhang nicht mehr ein als die Stärkung protektionistischer Maßnahmen. Protektionismus bedeutet, man hat einen Nationalstaat, der hier ethnisch homogen gedacht wird, der Abwehrmechanismen schafft gegen zu starke Einflüsse von außen. Die eben genannte Fremdensteuer gehört dazu. Die Ablehnung von Freihandelsabkommen gehören dazu. Es geht um Schutzzölle für im Ausland produzierte Waren und eigentlich die Forderung einer Rückkehr zur nationalen Währung. Also die Rückkehr zur D-Mark in dem Fall. Mehr findet man in einer Programmanalyse beispielsweise des aktuellen Landtagswahlprogramms auch heute nicht, wenn es um diese wirtschaftspolitischen Forderungen geht, wenn sie unter dem Label raumorientierte Volkswirtschaft auftreten. Entscheidend ist aber, dass diese raumorientierte Volkswirtschaft vollzogen werden soll, unter Ausschluss von Migranten, wie eben gezeigt, und unter der Voraussetzung der Auflösung der traditionellen Organisation der Lohnabhängigen, sprich der Gewerkschaften. Will die Linke, hier idealtypisch gedacht, bedeutet, ich weiß natürlich ganz genau, dass es immer Leute gibt auf der Linken, die auch dumme Sachen sagen zu dem Teil. Deshalb nehme ich jetzt mal die fiese Stirn der Empirie raus und bastel mir einfach mal eine tolle idealtypische Linke, die entgegengesetzte Position vertritt. Will die Linke den Prozess der Globalisierung also anders gestalten und demokratisieren? Eine andere Globalisierung ist ja auch die Losung. Betont die NPD ihre bloße Feinstellung gegen den Kosmopolitismus des modernen Kapitalismus, den sie einem wörtlich Sozialismus in den Farben der Völker entgegensetzt? Und da wird gerade das Dorf, wird gerade das ländliche Idyll, wird gerade die Scholle eigentlich zum Fluchtpunkt und zum Sehnsuchtsort der extremen Rechten. Denn diese Scholle, Dorf, ländliches Idyll könnten laut Gansel, Zitat, im 21. Jahrhundert zum Kristallisationspunkt eines fast erd- und bluthaften Widerstandes gegen die Globalisierung werden. Also bildet kleine, kampfbereite gallische Dörfer gegen das böse Rom der jüdisch-amerikanischen Globalisierung. Keine gallischen. Bitte? Keine gallischen. Keine gallischen. Ja, gallisch wäre dann schlecht, ja genau, ja, ja. Teutonische Dörfer müsste man dann sagen, ja, völlig richtig. Das ist die Forderung, die Jürgen Gansel hier erhebt. Und ein Forum für diese Programmatik bilden dann natürlich Aufmärsche zum 1. Mai, die nationalistischen Kundgebungen, sowohl für die eigene Szene, also auch Veranstaltungen wie diese, dann hier nur dann eben in anderen Farben gedacht, als auch die Demonstration, als auch die Auseinandersetzung, die es immer wieder gegeben hat, gerade auch in Dortmund oder in der Region, in der ich vor allen Dingen aktiv bin, in solchen Sachen, wo die extreme Rechte dann eher versucht, kumpelhaft aufzutreten, dann da eher versucht, bei den DGB-Veranstaltungen ein Bier zu trinken. Das ist natürlich eine Wortermächtigungspolitik, die vor allen Dingen versucht, Präsenz zu zeigen, wo die Linke zu schwach ist, die Neofaschisten von den Veranstaltungen auszuschließen. Und da wird natürlich gerade auch immer wieder mal diskutiert zwischen autonomen Nationalisten und der NPD über den Grad der Militanz, ob man die kommunistische Arbeiterfaust jetzt unbedingt zeigen sollte. Fakt bleibt aber, dass zumindest in der Region, die ich maßgeblich beobachte, da ein Verhältnis von Konkurrenz und Kooperation zu verzeichnen ist. Auch wenn es intern immer mal wieder Auseinandersetzungen gibt zwischen NPD und autonomen Nationalisten und freien Kameradschaften, hindert es diese Fraktion nicht daran, zumindest partiell auch gemeinsam gegen den gemeinsamen Gegner, die Linke, vorzugehen. Eine Frage wäre jetzt, wie sieht denn eine erfolgreiche Strategie eines völkischen Antikapitalismus, eines Antikapitalismus von rechts vor Ort aus? Ich habe einen kurzen Hinweis hier auf eine Strategie, die gefahren wurde von der extremen Rechten vor wenigen Jahren im Fall der Schließung der Textilfirma Erba Lautex, die selber wiederum in der sogenannten oder in der strukturschwachen Oberlausitz angesiedelt ist. Also die Oberlausitz als strukturschwache Region gilt fachchinesisch als sogenannter Entleerungsraum. Bedeutet, da gibt es noch alte Strukturen von Firmen, von Fabriken, von Wohnzusammenhängen, die sich aber immer mehr entleeren, weil die jugendlichen Arbeitssuchenden
Teile der Bevölkerung Binnenmigration betreiben, also einfach die Oberlausitz verlassen, während nur noch der abgehängte Rest sozusagen übrig bleibt. Wer da mal in die Regionalpresse schaut, der findet nicht selten Überschriften wie "Die Wölfe kommen zurück". Das ist die strukturschwache Oberlausitz, wo die Menschen also weggehen und in die einstig besiedelten Gebiete inzwischen wieder eigentlich verlustig gegangenes Getier sich wieder dann eben zeigt. Die Wölfe kommen zurück. Und in dieser Situation gab es den Zusammenhang einer Schließung der Erbalautex, einer Textilfirma, die aus Gründen, die jetzt für unseren Zusammenhang eher uninteressant sind, EU-Fördermittel zurückzahlen mussten. Jetzt ist die große Frage, war das damals von der EU zurecht gefordert oder nicht? Das stört uns jetzt mal nicht, weil wir da zu sehr in die Details gehen müssten in Bezug auf dieses Einzelbeispiel Erbalautex. Fakt ist, wie sind die Neonazis aufgetreten in diesem Fall? Als bekannt wurde, dass ausgerechnet die einzige Textilfirma, die in diesem oberlausitzischen Entleerungsraum noch für Lohn und Brot sorgte, im Denken dann eben nicht nur der extremen Rechten, sondern auch der Mehrheitsbevölkerung, ist die NPD, sind Teile der Freien Kameradschaften, aufgetreten als Lausitzer Aktionsbündnis. Sie sind eben nicht ausdrücklich als NPD alleine aufgetreten oder als Freie Kameradschaft, sondern haben sich den Namen einer Bürgerinitiative gegeben und sind als Lausitzer Aktionsbündnis unterstützt von der NPD vor die Werktore gezogen und haben es geschafft, dass Teile der Belegschaft in den anschließenden Sitzungen im Landtag tatsächlich die Position der NPD von den Rängen mit unterstützt hat. Und dieses Beispiel Erbalautex zeigt eigentlich deutlich die Voraussetzung für die Erfolge der sozialen Demagogie. Von der es ja kein Zufall ist, dass sie in erster Linie in den neuen Bundesländern greift, zumindest als wahlpolitische Kraft, während hier im Westen der Republik eher die Militanz das auffällige charakteristische Merkmal der Extremrechten ist. Nämlich die Voraussetzungen sind erstens ein bestehendes Vakuum in der Sozialpolitik, das hier offenkundig nicht von der Linken ausgefüllt werden konnte. Zweitens die Formulierung der extrem rechten Position als legitimer Protest. Wir sind das Lausitzer Aktionsbündnis. Wir treten nicht als die Neonazis auf und haben nichts anderes im Sinn als den Erhalt eurer Arbeitsplätze, die euch vor den Argen schützen, die euch nach wie vor auch noch das Gehalt dann eben sichern. Drittens die reale und nicht bloß rhetorische lokale Verankerung der modernen Neonazis in den sozialen Protesten. Und viertens die Defizite einer demokratischen Gegenwehr, die gerade in der Oberlausitz nicht in dem Sinne vorhanden war, um tatsächlich gegen die NPD schlagkräftig vorgehen zu können. Das war ein Teilerfolg, der dort verzeichnet werden konnte, der vor allen Dingen die Voraussetzung hatte, dass sich eine Linke, die dieses Thema auf eigene Art erarbeitete, nicht da gewesen ist und deshalb auch das Vakuum bereitstand für eine Politik der NPD. Ich komme jetzt zu meinem letzten Teil. Das sind 8 Punkte als Impulse zur Diskussion, wo ich das bisher Gesagte nochmal zusammenfassen werde und versuchen werde, da in 8 Punkten besondere programmatische Auffälligkeiten in ideologietheoretischer Absicht nochmal darzustellen. Ich denke, dass angesichts meiner Überblicksdarstellung klar geworden ist, dass es sich bei dem Antikapitalismus um einen ganz besonderen Antikapitalismus handelt, der nur bestimmte Dimensionen profitorientierten Wirtschaftens kritisiert. Wenn ich von Kapitalismus rede, dann meine ich damit im Folgenden eine Gesellschaft, in der kapitalistische Produktionsweise herrscht. Es gibt also einige Wesensprinzipien, die unterschiedlich reguliert werden können, also das sieht in der Bundesrepublik anders aus als in Schweden und in Schweden anders als in den USA. Wichtig ist aber, dass es Voraussetzungen gibt, die es sinnvoll machen, von kapitalistischen Gesellschaften zu reden. Entscheidend sind nämlich zum einen die Arten und Weisen der Produktion, dass nämlich die Schaffung von Tauschwerten, mit denen Gewinn bzw. Mehrwert erzielt werden kann, Zweck der Produktion sind.
Das Wasser jetzt hier ist kein besonders gutes Beispiel, weil es ja nicht besonders teuer ist. Aber das steht ja nicht hier für mein Trinkbedürfnis, sondern das steht hier für mein Geld zunächst mal. Das muss eingelöst werden. Also ist das zunächst mal schon ein Tauschakt, den ich erbringen muss, um dieses Bedürfnis, was doch eigentlich Ziel eines linken Wirtschaftens sein soll, zu erfüllen. Schaffen von Tauschwerten, mit denen Gewinn bzw. Mehrwert erzielt werden kann, sind Zweck der Produktion. Diese Produktionsmittel sind dabei im Kapitalismus in privater Hand, während die Mehrzahl der Menschen ihre Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt verkaufen muss und gleichzeitig das Phänomen zu verzeichnen ist, dass Verluste, die gemacht werden, sozialisiert werden. Das kennen wir inzwischen alle aus der Wirtschafts- und Finanzkrise, während die Gewinne natürlich in diesen Wirtschaftsordnungen privatisiert werden. Sozialisierung der Verluste, Privatisierung der Gewinne. Die Arbeitskraftverkäufer und die Arbeitskraftaneigner stehen sich dabei vermittelt auf einem Markt gegenüber. Linker Antikapitalismus würde dann also idealtypisch bedeuten, erstens die Forderung nach einer gebrauchswert- und bedürfnisorientierten Produktionsweise, die zweitens unter universeller gesellschaftlicher Kontrolle steht. Das heißt zum einen den Privatbesitz an Produktionsmitteln aufhebt, den Zwang zur Profitmaximierung nicht mehr akzeptiert, als eigentlicher Zweck der Veranstaltung die Verwertung des Werts zu setzen und die sich gleichzeitig, ich nannte es universell, nicht mit einem ethnisch gedachten Träger in irgendeiner Art und Weise identifizieren kann. Wir haben alle gesehen, dass die extreme Rechte einen völlig anderen Antikapitalismus fordert. Punkt 1. Das Konzept der raumorientierten Volkswirtschaft, wie ich in aller Kürze zeigen wollte, und die volksgemeinschaftlichen Parolen der NPD zeigen, dass der Lobgesang auf das freie Unternehmertum aus dem Grundsatzprogramm der NPD vor dem Hintergrund einer volksgemeinschaftlichen Gleichschaltung der Interessen unter dem Banner von Blut und Boden vollzogen werden soll. Der Volkskörper ist ethnisch homogen, aus einem Schwein kann kein Pferd werden. Auf der anderen Seite sollen aber auch die Lohnabhängigen keine Organisation mehr im Hintergrund haben, die Abwehrrechte formulieren kann, die gemeinsame Voraussetzung schafft, um sich gegen Unterbietungskonkurrenz zu wehren. Sprich, die Gewerkschaften werden abgeschafft in einer von Volksgenossen gebildeten, hierarchisch gegliederten Gesellschaft, in der es natürlich auch noch Leitungskader gibt der Partei, wo also Gleiche da in der Form auch als deutsche Volksgenossen immer noch gleicher sind. Punkt 2. Auch diesen Punkt habe ich herausgearbeitet mit einem illustrierenden Zitat. Durch die Feindmarkierung gegen das Ausland, die Globalisierung und gegen die Migration wird diese soziale Demagogie auch für Militarismus und repressive Politik gegen den inneren Feind, gegen Flüchtlinge, gegen Migranten, aber auch gegen Linke nutzbar. Und wie wir sehen jetzt gerade hier, Heimatstadt Minarette, die Pro-Bewegung textet ganz ähnlich im Landtag NRW, spielt natürlich der Anti-Islamismus in diesem Zusammenhang eine ganz besondere Rolle. Ich bin darauf eingegangen, Punkt 3, dass diese soziale Demagogie natürlich nicht zufällig entstanden ist. Wir kannten sie in dieser Art und Weise nicht so stark in den 80er Jahren. In den frühen 90er Jahren wurde die soziale Demagogie immer häufiger betrieben. Dass man aber den Abkehrschluss vollzieht vom alten Geschichtsrevisionismus hin zu sozialpolitischen Forderungen, ist relativ neu und flankiert natürlich oder wird flankiert durch sozioökonomische Verhältnisse, auf die ich auch eingegangen bin. Nochmal eine andere Umfrage, auch hier wieder nur wahllos aus 2008 von der Ertelsmann Stiftung, nach der 73% der Bundesbürger die wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland als nicht gerecht empfindet. Und in meiner Lesart war es nicht der Verfassungspatriotismus oder die Westbindung, die diese Bundesrepublik so lange relativ stabil gehalten hat, wenn man die Kriterienentwicklung des Parteiensystems beispielsweise bemisst, die ja bei uns viel stabiler sind als beispielsweise in Italien, sondern der bundesrepublikanische Konsens des Wohlfahrtsstaates ist es gewesen, der hier natürlich massiv eingewirkt hat als stabilisierender Faktor. Fällt dieser weg? Und gibt es auch keine emanzipatorische Verbreitung von anderen Folgerungen, gibt es eine große Affinität hin zu Positionen der extremen Rechten. Ein Beispiel.
Die Studie Gewerkschaften und Rechtsextremismus ist zu dem Ergebnis gekommen, dass 20% der organisierten Angehörigen der Gewerkschaften über ein manifestes, extrem rechtes Weltbild verfügen. Sind also Neonazis mit einem geschlossenen Weltbild. Ist eine sehr hohe Zahl, die inzwischen nach unten korrigiert worden ist in der Nachfolgestudie. Ich halte das da eher mit dieser Leipziger Studie vom Rand zur Mitte. Demnach sind 8,6% der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland Neonazis. Leute mit einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild. Das sich aber nicht so gut zeigen kann und nicht so gut artikuliert bei den Wahlen, weil hier erstens noch die Politik der Stigmatisierung wirkt. Wer gerade in den westlichen Bundesländern für die NPD beispielsweise kandidiert, steht zum Teil unter großem sozialen Druck. Zum anderen gilt natürlich auch für die extreme Rechte in den Wahlparteien das Highlander-Prinzip. Es kann nur einen geben. Und da sich da viele zum Führer berufen fühlen, gibt es immer wieder diese internen Friktionen. Der Sächsische Weg gegen Udo Vogt und so weiter und so fort. Meine Vermutung wäre, dass wir diese Führungsperson, der Neonazis in der Bundesrepublik noch gar nicht kennen. Also ein deutscher Le Pen oder ein deutscher Haider ist momentan nach meiner Sichtweise nicht in Sicht. Wahrscheinlich werden wir diese Person in der Form noch gar nicht kennen. Ich bin mir sicher, dass es Jürgen Gansel aus diversen Gründen nicht sein wird. Aber wir haben ja in Hamburg gesehen, dass so ein Quartalsirrer wie der Richter Gnadenlos Schill ja auch aus dem Stand heraus auf 19,1% geschrieben werden kann, wenn eben diese Politik der Stigmatisierung wegfällt und die Leute nach oben befeuert werden. Das ist der Punkt, der mir wichtig ist. In der Studie Gewerkschaften und Rechtsextremismus kommt übrigens raus, dass es gerade qualifizierte Facharbeiter und höhere Angestellte sind, die eine besondere Nähe haben zu rechtsextremen Einstellungsmustern und nicht nur der bereits abgeschriebene Rest, da besondere Affinitäten zu hat, wie Jesse oder der Verfassungsschutz meinen. Punkt 4. Auch wenn wir heute unter ganz anderen wohlfahrtsstaatlichen, boomenden Bedingungen hier diskutieren würden, würde die extreme Rechte immer noch Krisenrhetorik fahren. Dann ging es allerdings um Kulturverfall oder um Dekadenz. Denn wenn die Deutsche Stimme 2003 schreibt, müssen wir ihr Gehör schenken, dann schreibt sie nämlich, nur eine radikale Verschärfung der Systemkrise bietet die Chance zur Überwindung eben jenen Systems. Nur eine Zuspitzung der Systemkrise führt zu einem herbeigesehnten Umschlagpunkt in eine neue Ordnung. Was heißt das? Es geht gar nicht um Krisenabwehr, sondern nur eine radikale Verschärfung der Systemkrise ist im eigentlichen Sinne der extremen Rechten. Es besteht also gar kein Bedarf, regulierend einzugreifen, sondern der Anspruch ist, diesen Sog, der kommt aus der Bevölkerung, für sich zu nutzen, um nicht nur wahlpolitisch eine starke Fraktion werden zu können. Punkt 5. Und das ist jetzt der theoretische Teil, von dem ich denke, der bringt nochmal Klarheit in die Frage, was ist das überhaupt? Antikapitalismus von rechts? Ich habe ja den Verfassungsschutz und Jesse zurückgewiesen und habe trotzdem nicht dafür plädiert, auf diese Fragestellung, ist es jetzt Antikapitalismus oder nicht, zu verzichten, sondern ich habe ihn ja dargestellt als eine besonders reaktionäre Variante antikapitalistischen Denkens. Denn der Antikapitalismus von rechts ist als Antwort auf die herbeigesehnte Krise in seinem Kern reaktionär und vorbürgerlich. Das bedeutet, eine Kritik der Eigentumsverhältnisse und Aneignung des Mehrwerts ist seine Sache nicht. Er kritisiert lediglich bestimmte Dimensionen des Kapitalismus. Was bedeutet das? Idealtypisch besprochen kennt das nackte ökonomische Verwertungsinteresse keine Fremdarbeiter. Das Interesse an der Verwertung der Ware Arbeitskraft und ihrer Anwender ist sozusagen farbenblind. Bedeutet in der Selbstdarstellung des BDI beispielsweise, nicht die ethnische Herkunft, sondern die Qualifikation ist die Einstellungsvoraussetzung im Kapitalismus, wo auch die Arbeitskraft zur Ware wird, die Frage der Herkunft und der Hautfarbe aber weniger bedeutend scheint. Diese Kapitalverbände, wie der BDI beispielsweise, richten sich häufig denn auch gegen die Gefahr von rechts und fordern statt einer raumorientierten Volkswirtschaft die Freizügigkeit der Märkte und den ungehemmten Zugriff auf nützliche, das heißt verwertbare fremde Arbeitskraft.
Man kann es gerade sehen bei der CDU in Sachsen, die ein ausländerpolitisches Papier vorgelegt hat, wo ausdrücklich angesichts der demografischen Verschiebung ein Mehr an Zuwanderung gefordert wird. Ein Mehr natürlich an qualifizierter Arbeitskraft. Wir brauchen Ausländer, die uns nützen, nicht die, die uns schaden. Das sagt natürlich auch die CDU. Aber auf den Ausschlussgedanken der NPD käme dieses Papier nicht. Die ethnische Reinheit bestenfalls als Zwangsarbeiter dann irgendwie noch mal ein bisschen zu verwässern. Das ist ja das Gesellschaftsbild des Neofaschisten schlechthin, der natürlich gerade durch multikulturelle Gesellschaften geht, wie der Zwangsneurotiker durch die öffentliche Badeanstalt. Also überall lauern Keime der Zersetzung und überall gibt es Fremdeinflüsse der Globalisierung als auch der Migration. Das ist natürlich der Punkt, der gesetzt wird gegen den Kapitalismus, den der BDI will. Ziel der NPD ist die Abwehr der Zuwanderung fremder Arbeitskraft. Und antikapitalistisch ist die extreme Rechte in einem reaktionären Sinne, nämlich in ihrer Frontstellung gegen einen gesellschaftspolitisch liberalen Kapitalismus und gegen fremde Konkurrenten. Der Hans-Olaf Henkel, den einige von euch noch kennen, beispielsweise vom BDI, der ja ein ganz harter Hund war und ist immer noch, der auch gerne furchtbare Interviews gibt für die junge Freiheit, der ist beispielsweise gleichzeitig Fördermitglied von Pro Asyl und hatte neulich auch als dieser Dauerarbeitslose, der da immer durch die Fernsehsendung gereicht wird, auf die Frage, denunziert diese Arbeitslosigkeit nicht die ganze Schar der Arbeitslosen, geantwortet, nein, das tun Sie als Redaktion, indem Sie diesen Mann hier immer durchreichen. Das ist das gesellschaftspolitisch Liberale. Hans-Olaf Henkel ist für die Verwertung der wahren Arbeitskraft und positioniert sich liberal für ein großzügiges Asylrecht an der Straße für Gibraltar. Das ist für ihn kein Widerspruch, für die NPD undenkbar. Und an dieser Stelle zeigt sich deutlich das kaum verhüllte Geheimnis des Antikapitalismus von rechts der Gegenwart. Denn diese faschismusaffine Variante des Antikapitalismus manifestiert sich in der ideologischen Agitation gegen die modernistischen Konsequenzen eines farbenblinden Liberalkapitalismus, der als zersetzend begriffen wird. Wenn ihr euch die Bildersprache anguckt, der NPD beispielsweise im Ruhrgebiet, da werden die alten traditionellen Industrielandschaften, die großen Fabriken, die großen Kohlebergwerke verklärt als eine Art Idyll, wo der deutsche Arbeitsmann noch Lohn und Brot bekommen hat. Die Diktatur der Stechuhr, die damit verbunden war, und die Arbeitsbedingungen, die damals dort herrschten, kommen in diesem Kitschbild, in dieser rechten Sozialromantik natürlich nicht vor. Aber weil die Frontstellung gegen den inneren Feind, Gewerkschaften, Linke, Flüchtlinge, Migranten, und den äußeren Feind, das globalisierende Ausland, so prima klappt und so blind ist in Bezug auf die Eigentumsfrage, ist dieser Antikapitalismus von rechts letztendlich auch nutzbar für Standortkriege und wäre unter anderen politischen Bedingungen in der Bundesrepublik Deutschland auch nutzbar, wenn die Nationen wieder aufeinander krachen. Vorspiele für diese Art des Denkens sehen wir beispielsweise jetzt, wie gegen Griechenland agitiert wird. Punkt 6, wir kommen in die Schlussrunde. Wir erinnern uns an Gansels Phrase vom erd- und bluthaften Widerstand gegen die Globalisierung. Erd- und bluthafter Widerstand gegen die Globalisierung. Gerade dieser Ansatz bildet nach meinem Dafürhalten einen Hauptunterschied zur linken Globalisierungs- und Kapitalismuskritik. Meine These wäre, können wir heute vielleicht in der Diskussion mal drüber streiten, dass selbst Marx und Engels keine bloßen Antikapitalisten waren, die dem autarken Landleben und dem Idyll der Scholle nachgeweint haben. Wenn wir uns schon die frühen Schriften anschauen, etwa das Manifest der Kommunistischen Partei von 1848, dann steht da drin, die Entzauberung der Welt sei zu begrüßen und die Bourgeoisie habe, Zitat, wo sie zur Herrschaft gekommen, alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört. Conclusio Marx und Engels, alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht. Und das ist notwendig für die Modernisierung der Gesellschaft und für die Voraussetzung der Herausbildung des Weltmarkts, sagen Marx und Engels. Alles Ständige und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht, ist die Klage der Extremrechten, die diesen Prozess in keinem Geschichtsbild etwas Positives abwenden kann. Das ist das, was ich eben mit dem, nennen wir sie jetzt einfach germanisch-teutonischen Dörfern gemeint habe, die gegen die Aliens der Globalisierung dann eben gesetzt werden.
Kritik der politischen Ökonomie ist, wie wir sehen, also nicht die Sache der Extremrechten. Eine Kritik der Eigentumsverhältnisse findet nicht statt. Eine Kritik der Abschöpfung des Mehrwerts findet nicht statt. Und emanzipatorischer Antikapitalismus von links müsste dahingehend an ein Pro anknüpfen, an die Politik der universellen Gleichheit zur Schaffung einer demokratischen und gebrauchswertorientierten Vergesellschaftung, dass das Bedürfnis, dass das eigene Konsuminteresse dann eben tatsächlich im Mittelpunkt steht. Die Gebrauchswertorientierung und eben nicht die Tauschorientierung und dies unter gesellschaftlichen Voraussetzungen, die natürlich keinen Ausschluss von Flüchtlingen oder, ich nenne das jetzt in Anführungszeichen, Minoritäten in der Form kennt. Wenn dieses universalistische Postulat in die theoretischen Hintergründe und in die theoretischen Debatten der Linke eindringt, gibt es ein Postulat, das die extreme Rechte ja gar nicht okkupieren kann, eben weil sie den zugrunde liegenden Humanismus zutiefst verachtet. Gerade dieses von mir gerade gezeigte emanzipatorische Pro wäre also das spezifisch Linke, was dem entgegenzusetzen wird. Punkt 7. Ich habe es exemplarisch gezeigt, gehe da aber jetzt nicht mehr näher drauf ein, weil ich glaube, das wird jetzt zu lang. Es wird euch nicht überraschen, wenn ich sage, dass natürlich auch die NPD, die fordert Quittung für Hartz IV, keinen Begriff hat von den Drangsalen, die mit Hartz IV verbunden sind. Wer selber mal in Hartz IV war, kennt das. Das fängt an mit der Aufhebung des Kontogeheimnisses, mit der Residenzpflicht, also mit all den Sachen, die man vorher ja schon an Flüchtlingen probiert hat, diese Art eines Status der Parias, ne? Also Paria-Status dann eben zu bekommen, unproduktiv dann eben zu werden in der bürgerlichen Gesellschaft, das ist nicht der Ansatzpunkt der NPD. Im Gegenteil erweitert die extreme Rechte das dieser Gesellschaft auch bereits immanente Konkurrenzdenken, Survival of the Fittest, um eine völkische Variante und knüpft in seiner personalisierenden Kritik an Globalisten und Spekulanten auch an von den etablierten Medien verbreitete Ressentiments an, die immer dann verstärkt werden, wenn der systemimmanente Drang des Kapitalismus zur Verwertung des Werts, also die permanente Schaffung von neuen Tauschwerten, verkannt wird, und das ganze Dilemma hier einfach nur reduziert wird auf das Versagen Einzelner, auf die sogenannten nimmersatten Abzocker oder die beliebten, gerne gebäschten Nieten in Nadelstreifen. Also es ist nicht bei der Gewerkschaft beispielsweise. Wenn man da so einen Laden wie hier in Schwung winden will, dann macht man Witz über Professor Unsinn und den Josef Ackermann, aber alles andere interessiert die Leute dann nicht so sehr. Die Personalisierung ist das, was die dann interessiert. Dieses personalisierte Denken ist aber deshalb falsch, weil es natürlich dem zugrunde liegenden Prinzip nicht auf die Spur kommt. Punkt 8 und damit Schluss. Die soziale Demagogie der NPD, ja der gesamte Antikapitalismus von rechts, dient nach meiner Auffassung so ideologisch der Vorbereitung der Herrschaftsausübung in der faschistischen Volksgemeinschaft. Und deshalb mache ich das, wenn ich so die wenigen Gelegenheiten habe, wenn man mit Leuten aus der Szene diskutieren kann. Mit Kadern und Funktionären diskutiert unser Eins ja sowieso nicht, weil da nichts mehr rumkommt, aber man hat das in Schulklassen schon mal häufiger, dass da Leute gerne mit diesem Denken und mit diesem Zeichenreservoir dann eben spielen und sich dabei für einen Rebellen halten. Und genau dieser Rebellengestus muss den Leuten natürlich genommen werden, weil sie als Individuum in der Volksgemeinschaft auf- und also untergehen wollen, verschmelzen wollen in dieser großen Masse der ethnisch homogen gedachten Volksgemeinschaft. Und deshalb ist die derzeit zu beobachtende Selbstinszenierung des Neofaschismus als Anwalt der kleinen Leute, wie Fabian Virchow diesen Prozess nennt, eine Politik, die dafür sorgen soll, dass die kleinen Leute beherrscht, abhängig und eben deshalb klein bleiben. So, und jetzt bedanke ich mich sehr für eure Aufmerksamkeit.